Der italienische Chirurg Sergio Canavero wird auch als Kopfabarzt, Rebell und Dr. Frankenstein bezeichnet. Fest steht, er hat einen unvorstellbaren Plan, denn er will tatsächlich der Erste sein, der einen menschlichen Kopf auf den Körper eines anderen transplantiert. Damit will Canavero menschliches Leben verlängern, Cyborgs erschaffen und lange Weltraummissionen enorm vereinfachen. Seine Kritiker bezeichnen den Plan als makaber und unethisch. Doch klar ist auch, es wäre eine unfassbare Revolution im medizinischen Bereich. Wie sein blutiger Plan konkret aussieht, welche Hürden er dafür noch zu nehmen hat und ob es wirklich zu diesem gruseligen Szenario kommen wird, jetzt in Clips um Science and Fiction. Herzlich willkommen. An dieser Stelle einen riesen Dank an meine WhatsApp-Community. Hier wurde das Thema vorgeschlagen und hier ist es auch schon. Wie ihr dabei sein könnt, also bei der Community, erfahrt ihr am Ende des Videos. Er sorgt immer wieder für Schlagzeilen, denn Sergio Canavero ist hartnäckig und lässt sich auch von den zahlreichen Kritikern und Kritikerinnen nicht beirren. Sein Plan steht fest, schon seit Jahren will er der Erste sein, der eine Kopftransplantation durchführt bei einem lebenden Menschen. Er beruft sich dabei auf seine Aufgabe als Mediziner. Menschen zu helfen, beispielsweise Patienten, die gelähmt sind und im Rollstuhl sitzen. Doch das spielt wohl nur eine untergeordnete Rolle. Canavero geht es hauptsächlich um eine Technologie, die Leben verlängert, Menschen jünger macht. Denn ein alter Kopf könnte seiner Meinung nach quasi durch einen jungen Körper regeneriert werden. Und der italienische Neurochirurg denkt noch weiter. Stichwort Cyborgs zum Beispiel. Konkret meint er damit einen menschlichen Kopf auf einem maschinellen Körper. Gänsehaut, oder? Und seine Visionen betreffen weitere Bereiche. Er denkt auch an die Raumfahrt und sieht erfolgreiche Kopftransplantationen als Schlüssel, um gegen die Überpopulation der Erde durch die Menschen anzukommen. In einem Interview mit der österreichischen Zeitung Kurier hat Canavero einmal gesagt, dass wir in der Zukunft wohl gezwungen sein werden, andere Planeten wie den Mars zu besiedeln. Und auf der langen Reise dorthin wäre eine Kopftransplantation eine gute Möglichkeit, das Leben der Menschen zu verlängern. Seine Überzeugung ist es auch, dass man dafür auch mal Grenzen überschreiten soll. Er vergleicht seine Kritiker mit den Zweifeln zahlreicher Medizinerinnen und Mediziner, bevor die erste Herztransplantation weltweit stattgefunden hat. Canavero sieht sich selbst in der Tradition solcher Medizinpioniere. Sein Projekt heißt Heaven. 2013 hat er es das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt und Heaven steht für Head Anastomosis Venture. He von Head für Kopf, A für Anastomosis, also eine Verbindung von anatomischen Strukturen, und Wenn für Venture Wagnis. Und sein Plan sei bereits weitgehend fortgeschritten. 3 Stufen seien dafür notwendig. Die erste ist seiner Ansicht nach bereits sehr erfolgreich verlaufen. Bei der komplizierten Operation wurde der Kopf einer frischen Männerleiche auf den Körper einer anderen gesetzt. Beide Körper waren zu Forschungszwecken freigegeben. Die OP dauerte 18 Stunden. Laut Canavero verlief sie nach Plan. Fest steht jedoch auch, dass man hier nicht überprüfen konnte, ob die Blutversorgung des Gehirns die Zeit über gewährleistet war. Und das ist ein sehr entscheidender Punkt. Genau dieser Aspekt soll jetzt in der 2. Stufe geklärt werden. Diese soll an 2 Hirntotenspendern durchgeführt werden, deren Herz aber noch schlägt. Diese Aktion steht als nächstes auf Canaveros Agenda. Doch auch hier gibt es, wie gesagt, noch einige Dinge zu klären. Und auch bei Stufe 3 von den 3, dem großen Finale, sind noch Fragen offen. Hauptsächlich im ethischen Bereich, denn bislang findet sich kein Land der Welt, das es zulässt, dass Canavero seine Ideen in die Praxis umsetzt. Trotz dieser Hürden steht der Ablauf der finalen Kopftransplantation schon sehr konkret fest. Aber Achtung! Das ist jetzt echt nichts für schwache Nerven. Mehr als 100 Spezialisten und Spezialistinnen werden beteiligt sein, den Kopf eines körperlich schwerkranken Menschen auf den Körper eines hirntoten Spenders zu setzen. Spender und Empfänger werden zuvor heruntergekühlt auf etwa 12 Grad, um die Hirnzellen in eine Art Standby-Modus zu versetzen. Denn hier brauchen sie weitaus weniger Sauerstoff als gewöhnlich und können einige Zeit ohne Blutzirkulation auskommen. 12 Chirurgen werden Spender und Empfänger operieren. Beide werden dazu in einem Metallgestell sitzen, das sie fixiert. Ein wirklich gruseliges Bild. Wie eben schon gesagt, ist vor allem die Blutversorgung des Gehirns entscheidend. Um diese zu gewährleisten, wird am Tag vor der OP ein Bypass an der Halsschlagader des Empfängers gelegt. Am großen Tag selbst folgen dann die Freilegung von Muskeln, Sehnen, Arterien und so weiter. Und zwar synchron bei Spender
und Empfängerkörper. Dann wird der Körper vom Kopf getrennt, und zwar zwischen dem 5. und dem 6. Halswirbel. Und dann bleibt nur sehr kurze Zeit, um die oberen Teile der Metallgestelle zu tauschen und den Kopf des Spenders mit dem Körper des Empfängers zu verbinden. Arterien, Luftröhre, dann die Speiseröhre und die Wirbelsäule. Doch hier herrscht große Skepsis, denn viele Expertenteams erscheint es als unlösbare Aufgabe, das Rückenmark wieder so zu verbinden, dass es auch funktionsfähig ist. Denn dies würde ja auch die Heilung vieler querschnittsgelähmter Patienten bedeuten. Canavero argumentiert jedoch, dass es einen Unterschied gäbe. Bei Rückenmark, das mit einem sauberen Schnitt durchtrennt würde, sei es möglich, die beschädigten Nerven mit bestimmten Stoffen zu versiegeln und dann auch wieder zu verbinden. Konkret hat er hier den Wirkstoffträger namens Polyethylenglykol, PEG, im Kopf. Er beruft sich auf Tierversuche, in denen durchtrenntes Rückenmark wieder erfolgreich verbunden werden konnte. Andere Experten und Expertinnen aus dem medizinischen Bereich sehen das äußerst kritisch und hinterfragen das Potenzial von PEG. Einige bezeichnen Canaveros Ideen auch als Menschenversuche, die ethische Standards unterlaufen. Der Großteil der Mediziner und Medizinerinnen jedenfalls ist sich einig, dass die Wissenschaft zum heutigen Zeitpunkt noch nicht so weit sei. Ja, und der Neurochirurg dagegen beruft sich auf zahlreiche Tests. Ja, doch die sagen bei weitem noch nicht aus oder genug aus, um seine geplante Kopftransplantation an lebenden Menschen durchzuführen. Und tatsächlich wäre sein Eingriff nur dann erfolgreich und noch viel mehr, also eine medizinische Revolution, wenn der Körper dem neuen Gehirn gehorcht und sich bewegen kann, obwohl die Wirbelsäule durchtrennt war. Doch selbst wenn das tatsächlich klappen würde, ist fraglich, was das mit der Psyche des Patienten oder der Patientin machen würde. Nur als Beispiel: der Patient, der die erste Handtransplantation bekam, ließ das einige Zeit später wieder rückgängig machen. Er konnte die neue Hand nicht als seine eigene anerkennen. Viele Transplantierte berichten von Persönlichkeitsveränderungen. Und es gibt natürlich viele weitere ethische Fragen. Kann man Teile des Körpers wie ein Ersatzteillager behandeln und einfach austauschen? Ist der Körper nicht mehr als ein Anhängsel des Kopfes? Dennoch tauchen immer wieder neue Schlagzeilen auf, die den Termin für das große Ereignis der ersten Kopftransplantation ankündigen. Im Jahr 2016 hieß es, das Experiment werde Ende 2017 stattfinden. Dann wurde es verschoben. Ende 2017 wurde es dann auf 2018 terminiert. Es soll an der Harbin Medical University in China stattfinden. Wir hatten ja schon berichtet, dass dort viel mehr möglich ist, um den Fortschritt des Landes eben deutlich nach vorne zu treiben. Doch auch das ist mittlerweile sehr unsicher, denn einige chinesische Behörden haben Zweifel angemeldet, dass eine solche Kopftransplantation bei Menschen mit chinesischem Recht vereinbar wäre. Zudem schlägt sich der italienische Neurochirurg neben den ganzen ethischen Bedenken auch noch mit anderen Fragen herum, denn eine wichtige Voraussetzung für seine Pläne sind passende Kandidaten oder Kandidatinnen. Er selbst vergleicht das öfter mal mit der Suche nach dem passenden Astronauten für die Mondlandung. Denn nicht nur Geschlecht, Haut, Farbe und Körpergröße müssen stimmen, sondern auch der Immuntyp. Längere Zeit galt der Russe Valeri Spiridonoi als geeigneter Kandidat für das Experiment, doch mittlerweile sieht es so aus, als könnte das Projekt möglicherweise in China stattfinden. Ihr ahnt das Problem: der Kopf des Russen würde vom Körperbau und der Hautfarbe nicht zu der eines Chinesen passen. Zudem hat sich Spiridonoi mittlerweile für eine andere OP entschieden. Ein absolut irres Thema. Wenn ihr als erstes Neues dazu und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicksum mitmachen und Themen vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen. Der direkte Draht zu mir. Einfach eben hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit Glocke und so weiter vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken: Mensch wird zur Chimäre mit Schweineorgan. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann. Bleibt dran.